Es ist wunderbar, dass wir heute gemeinsam das Mathematische Institut für maschinelles Lernen und Data Science, bei uns nur noch MITS genannt, eröffnen dürfen, auch wenn der ein oder andere Stelle nachher der Baustellencharakter noch ein wenig durchscheint und wir bis zuletzt um das Eröffnungsdatum geballt haben. Und aufs MITS Festbier! Hier in der akademischen Wiege Bayerns in Ingolstadt, wo früher Theologie, Medizin und Rechtswissenschaften gelehrt wurden, wird es in Zukunft vor allem um künstliche Intelligenz, um die Potenziale der Digitalisierung und um die Frage gehen, wie wir es verantwortungsbewusst nutzbar machen können. Damit bringen wir die Mathematik und damit auch mathematische Forschung und Ausbildung zurück an historische Städte. Wir machen die KU anschlussfähig an aktuelle Diskussionen in Data Science, in der generativen KI und wir wollen auch die Weiterentwicklung des Marktes, der Wirtschaft hier im Blick haben und so auch die Kompetenzen der Zukunft ausbilden, aber immer mit dem Blick darauf, dass wir auch verstehen, was macht KI ethisch, wie können wir KI erklären und dass nicht einfach Algorithmen unser Leben bestimmen. Das Ziel, das zentrale Ziel ist es eben als Institut innerhalb der KU, diese zweite Welle der Digitalisierung, also der Rechner verarbeitet nicht nur Daten, sondern im gewissen Sinne beginnt auch zu denken, das eben mitzugestalten. Meine Damen und Herren, Sie erweitern jetzt mit dem MITS Ihr Hochschulportfolio um einen der entscheidenden Zukunftsschwerpunkte. Das ist nicht nur wichtig für die KU, nicht nur wichtig für Ingolstadt und Eichstätt, sondern es ist wichtig für den Wissenschaftsstandort Bayern.